Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Und wenn du neu dabei bist und du diesen Kanal magst, lass gerne ein Abo da, das würde mir sehr weiterhelfen. Und wir starten mit Neuigkeiten aus Shanghai rein, aber auch einem Update zu einer neuen Bildschirmfunktion in Tesla Autos. Das ist nämlich tatsächlich auch sehr interessant. Wir starten hier in China nochmal, denn das Thema ist ja zurzeit auch unter anderem die Schließung der Fabrik in Shanghai. Das könnte sich auch noch bis Ende der Woche hinziehen. Tesla scheint schon im Kontakt mit Mitarbeitern zu sein, um dann eine Produktion am Freitag wieder zu starten. Der Schaden bis dahin könnte 20.000 bis 25.000 Autos sein, die nicht produziert werden konnten. Die Hoffnung liegt darauf, dass die Shanghai-Regierung hier eben halt gesagt hat, dass wenn die Maßnahmen ergriffen werden, dass eben halt das Coronavirus sich nicht weiter ausbreitet, dann könnten Unternehmen auch wieder loslegen und Mitarbeiter wieder in die Industrieparks, wie man sie ja nennt, in China reinlassen und sie dort frei bewegen lassen. Wobei das würde dann nur funktionieren, wenn die Mitarbeiter auch in der Fabrik schlafen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das hat auch Tesla in der Vergangenheit schon mehrmals gemacht. Also wir können jetzt erstmal nur abwarten, ob dann am Freitag die Produktion wieder startet. Bis dahin, wie gesagt, sitzen wir im Dunkeln und können erst dann Stück für Stück sehen, was das auch für Auswirkungen auf die Lieferzeiten für uns hier in Europa hat, spezifisch gesehen eben halt für die Model 3-Besteller. Dann starten wir mit den Zahlen aus Großbritannien rein. Das ist tatsächlich sehr interessant. Bis vor kurzem war ja das Model 3 das Auto in Großbritannien. Und dann hat man jetzt vor kurzem ja mit dem Model Y angefangen und jetzt besteht hier ja schon die Möglichkeit zu sehen, wo der Trend hingeht, denn das Model Y führt sogar ganz knapp vor dem Model 3 und auch bei den Year-to-Date-Zahlen können wir sehen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass auch dann Vauxhall Corsa überholt wird. Dann haben wir hier noch den Marktanteil an neuen Autos, ein bisschen niedriger als im vierten Quartal, was jetzt grundsätzlich ja nichts Ungewöhnliches ist. Aber wenn man das vergleicht mit dem Marktanteil im ersten Quartal 2021, dann ist das schon mehr als eine Verdopplung. Also es geht in die richtige Richtung und der britische Markt für viele, die sich vielleicht nicht damit beschäftigen, ist tatsächlich ein Markt, den man nicht unterschätzen darf. Sehr, sehr viel in Richtung Elektromobilität. Sie versuchen tatsächlich das und ganz, ganz viele Menschen, die sich auch hier für Tesla interessieren. Und das wird natürlich auch Grünheide helfen, um die Kapazität, die hier aufgebaut wird, zu füllen. Denn es geht ja nicht nur um den europäischen EU-Markt, sondern das Exportieren nach Großbritannien wird man sicherlich auch versuchen. Derzeit, wie gesagt, kommt all die Ware entsprechend aus China. Also, ihr seht, es passiert vieles, vieles Gutes. Es geht hoffentlich jetzt demnächst auch wieder in die richtige Richtung. Es gibt tatsächlich auch noch einen weiteren Markt oder sogar zwei Märkte, die ich mit dir anschauen möchte, denn das Model Y hier in Israel soll auch in der Long-Range-Variante bald erhältlich sein. Auch das ist eine gute Nachricht. Der israelische Markt ist tatsächlich gar nicht mal so uninteressant. Aus welchem Fabrik es dann tatsächlich kommen wird, ob das noch aus Grünheide kommt oder aus China, das ist noch nicht so ganz klar. Da auch die Model Y Performance-Variante ist, gehe ich davon aus, dass beide Varianten in Zukunft dann aus Grünheide kommen. Und wahrscheinlich wird die Grenze irgendwo bei den Dubai, Arabischen Emiraten, Abu Dhabi liegen, dass da vielleicht dann die Ware entsprechend noch aus China kommt. Das werden wir aber in Zukunft sehen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Dann haben wir hier noch die Zahlen vom Januar bis März und wir sehen in Australien, da ist tatsächlich das Model Y noch gar nicht zu haben, sondern nur das Model 3. Hier Zahlen von 4.417 Autos und dann ein Riesenabstand zu allen anderen Marken. Natürlich ist Australien auch ein wenig ab von Schuss, ohne das böse zu meinen. Es ist nun mal wirklich sehr weit weg und nicht jeder Autoproduzent hat auch dort vor Ort eine Fabrik. Von daher ist der Weg von Shanghai sogar noch logistisch gesehen sehr einfach für Tesla. Ja, dann haben wir hier ein Update zu einem Bildschirm und zwar das, was ihr da seht, ist ein ganz normaler Bildschirm in einem Model S. Und jetzt soll es auch, und das ist bestätigt auch von Munro, den ihr vielleicht kennt im Englischen, bestätigt worden, dass man diesen Bildschirm jetzt bewegen kann. Es gibt jetzt also eine sogenannte Schwenkhaltung
Und das wird jetzt bei den neuen Model S und X eingeführt. Das heißt, man kann jetzt den Bildschirm ganz vorsichtig hin und her bewegen. Das ist jetzt eine Funktion, wo ich mal hier bei euch in die Runde frage, ob ihr sowas überhaupt gut findet. Ich kann mich damit noch nicht so ganz anfreunden, ob ich das wirklich gut finde, dass man den Bildschirm bewegen kann. Vielleicht ist es für zukünftige Funktionen, wenn jetzt Kinder noch irgendwelche Spiele spielen da drauf, vielleicht dann gut. Oder wenn die Sonne irgendwie reinknallt, dass man den entsprechend ein bisschen bewegen kann. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, was ihr dazu denkt, weil wir wissen ja, wie Tesla agiert. Es kann ganz schnell auch mal in anderen Modellen zu haben sein und nicht nur in einem Model S oder X. Denn die Funktion an sich sollte eigentlich nicht so viel mehr kosten. Also bleiben wir gespannt. Ja, jetzt wo Grünheide auch anfängt Autos zu produzieren und natürlich Austin ganz kurz davor steht, hat man hier auch nochmal zum Thema Cathie Wood nochmal bekannt gegeben, dass man nochmal eine neue Analyse rausbringen wird und nochmal schauen wird, was jetzt die neuen Updates, die neuen Fabriken, die jetzt auf den Markt kommen, entsprechend dann auch für die Aktie zu bedeuten haben. Viele sind ja weiterhin der Meinung, dass die Aktie jetzt schon überpreist ist, zu teuer ist und sie ist in den letzten Wochen ja wieder richtig angestiegen. Also warten wir mal ab, wie sich hier die Aktie jetzt dann weiterentwickelt. Hier interessanterweise dann auch nochmal ein Tesla SEMA. Wir sehen ja immer verschiedene Modelle mit größeren Abständen unterwegs. Auch ein Markt, den ich weiterhin für sehr interessant halte, aber der eben halt zurückgehalten wird, weil ja die 4680er Zellen in den SEMA reinkommen, sowie ja auch in den Cybertruck. Ich hoffe, dass das dann nächstes Jahr, das Jahr des Tesla SEMA und das Jahr des Cybertrucks endlich wird. Und dann auch die Produktion der 4680er Zellen nicht nur in Grünheide erfreulich ist, sondern wie gesagt auch hier in Austin. Ich werde übrigens vielleicht auch noch einen Livestream, wie gesagt, machen am 7. April und vielleicht nochmal in die ganzen Details dieser Fabrik hier reingehen und was diese für den europäischen, aber auch amerikanischen Markt bedeutet. Dann schauen wir hier nochmal in die Zahlen für die USA rein. Wir sehen, dass Kanada, die ja nun in Relation zu Amerika recht klein sind in Bezug auf die Bevölkerung, 38 Millionen Einwohner haben sie zurzeit, dass das noch ein recht kleiner Markt ist, auch wenn es um die Auslieferung geht in Bezug aufs Model Y und das Model 3. Das sind ja nur in Anführungsstrichen 2000 Model Y, nur 2700 Model 3 im ersten Quartal. Ich gehe davon aus, dass da noch sehr viel Potenzial ist in der Zukunft auf dem nordamerikanischen Markt. Dann haben wir für Europa, wie gesagt, die Zahlen ungefähr 35.000. Also wir sehen, es kommt einiges rein. Wenn du mich noch abonnieren willst, findest du mich auch auf Tessie Supply, meinem Podcast. Ich danke dir. Bis dann.